Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format auf YouTube. Und hier kommt Ihr Gastgeber, Tüto! Danke, danke, danke! Intro! So Leute, herzlich willkommen zu Marco Verzelt Nummer 27. Ich habe heute direkt mal zwei kleine Ankündigungen zu machen. Erstens, ich versuche seit geraumer Zeit Lieferando als Sponsor zu gewinnen und es hat tatsächlich geklappt, zumindest für diesen Monat. Und ihr wisst ja, wie ich bin, wenn ich was bekomme, gebe ich auch was zurück. Das bedeutet, dass Lieferando mir tatsächlich ein paar Gutscheincodes zur Verfügung gestellt hat, die ich selber für mich benutzen kann, aber einfach euch auch geben kann. Und das werde ich natürlich auch tun. Das heißt, diesen Monat, und ich bitte euch, bitte, 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 seid sehr lieb zu Lieferando, weil ich möchte daraus eine längere Kooperation machen. Und nicht nur diesen Monat. Und wie werde ich euch belohnen damit? Ganz einfach. Ich habe von Lieferando 10 Euro Gutscheincodes immer bekommen. Und diese Codes werde ich entweder im Video verstecken, in der Videobeschreibung, im Titel, im Thumbnail. Also dieser Code kann überall versteckt sein. Deswegen müsst ihr ganz genau aufpassen bei Marco Verzelt. Und ihr solltet definitiv der Erste sein. Denn dieses Gutscheincode kann genau einmal eingelöst werden von einem von euch. Das heißt, ihr müsst nichts weiter tun als schnell sein. Das heißt, der Erste von euch, der das bekommt, bekommt einen 10 Euro Gutschein, den ihr sofort bei Lieferando in der App einlösen könnt. Ich denke, ich werde pro Folge zwei Gutscheincodes verstecken. Das heißt, zwei Leute von euch werden immer auf Tutu-Kosten lecker Lieferando, entweder Pizza, Burger. Ihr könnt ja bestellen, was ihr wollt bei Lieferando. Ihr müsst wirklich nichts dafür tun, außer die Gutscheincodes einlösen, um der Erste zu sein. Aber mir ist eine Sache sehr wichtig. Ich würde mich sehr, sehr freuen, das heißt, wenn ihr den Gutscheincode eingelöst habt und davon gegessen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf Instagram ein Foto postet mit dem Essen, mich auf das Bild taggt und Lieferando auf das Bild taggt. Und ich würde mich auch freuen, bei YouTube einen kleinen Kommentar mit dem Gutscheincode und schreiben, dass ihr das irgendwie gewonnen habt. Nicht nur ich habe Vorteile davon, also meine Zuschauer haben Vorteile davon und sogar meine Arbeitskollegen haben Vorteile davon. Das heißt, ich gebe ständig Essen aus. Und natürlich bedanken wir uns dann bei Lieferando und das sieht dann so aus hier auf der Arbeit. Guckt euch das mal an, ey. Schon meine Kumpels hier eine fette Pizza bestellt? Danke, Lieferando! Einige von euch hatten es ja schon ein Bild bekommen auf Instagram und Snapchat. So, aber pass auf, ich zeige euch jetzt mal, wie man diese Gutscheincodes einlöst. So Leute, deswegen empfehle ich euch dringend, die Lieferando-App runterzuladen, damit ihr ja wirklich die Erste seid. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie man diesen Gutscheincode einlöst. Also ihr geht auf die Lieferando-App, klickt drauf. Dann gibt es natürlich bei euch in der Umgebung komplett total unterschiedliche Läden, die bei Lieferando unter Vertrag sind. Geht zum Beispiel auf Bulls Giant Burger, ihr wollt ja nicht kleckern, sondern klotzen. Zum Warenkorb, dann habt ihr den Burger im Warenkorb, dann geht auf Zahlungsmethode auswählen. Dann wählt ihr irgendeine Zahlungsmethode aus, am besten bleibt ihr natürlich unter den 10 Euro. So, und hier seht ihr dann jetzt Gutschein einlösen. Das heißt, ihr gebt einfach da ein, den Gutscheincode und einlösen. Und der Erste, der auf dieses Einlösen klickt, der hat tatsächlich dann diesen 10 Euro Gutschein und kann für 10 Euro was auf unsere Kosten quasi essen. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Und wie gesagt, bitte Leute, wirklich ein Instagram-Foto mit Dank an Lieferando und an mich, würde mich mega freuen. Ich like natürlich die Bilder auch. Oder einfach in den Kommentaren auf YouTube den Gutscheincode reinschreiben und Danke sagen. Würde mich mega freuen. Einfach, damit ihr auch wisst, dass die Gutscheincodes wirklich was wert sind. Ich würde mich mega freuen. Das war auf jeden Fall die erste Ankündigung. So Leute, kommen wir zu der zweiten Ankündigung. Denn ihr habt gesehen, dass ich letzte Woche Messer hier zugeschickt bekommen habe. Und nicht nur eins, nicht zwei, sondern 500.000 Stück. Ungefähr diese hier. Und viele von euch wollt unbedingt eins haben. Und dann habe ich gefragt, ob die nicht Bock haben, sowas an meinen Zuschauer zu verlosen. Das Problem ist, Freunde, viele meiner Zuschauer sind wirklich minderjährig. Und ich habe mir echt wirklich lange überlegt, ob ich sowas verlosen soll. Aber meine Freunde, ich werde natürlich diese Messer auf keinen Fall minderjährige Zuschauer geben. Das heißt, ich werde das genau prüfen. Wenn ihr jünger seid wie 18, sagen wir mal 16 oder so, will ich definitiv mit euren Eltern sprechen. Das heißt, ich rufe auf jeden Fall eure Eltern an, denn das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sich jemand damit verletzt. Und ich habe mich letztens wirklich tatsächlich übertrieben damit verletzt. Ich wollte damit geile neue Tricks ausprobieren und das Ding war ja natürlich ohne Schutzkappe. Ist das Ding tatsächlich so in meinen Arm reingerammt und ihr seht ja, wie spitz das Ding ist. Das ist einen halben Zentimeter in meine Haut eingedrungen. Und ich habe sofort angefangen zu bluten. Das war ein perfekter Cut. Aber das hat so weh getan und hat meinen Arm. Ich konnte meine Hände gar nicht so richtig bewegen. Also ohne Scheiß. Deswegen, das ist so gefährlich. Wie gesagt, ich werde zwei Stück verlosen. Einmal hier in den Kommentaren und einen auf Instagram. Was müssen wir dafür tun? Ganz einfach, schreibt mir Hashtag FragTutu in die Kommentare. Und dann solltet ihr mir natürlich eine Frage stellen für den nächsten Marco Verzelt. So einfach ist das. Dann möchte ich mich einmal bei meinem Arbeitskollege Markus bedanken, der mir neue Intros für die Reparatur-Tutorials gemacht hat. Und neue Bauchbinden. Und so sieht mein neues Intro aus. Ich hoffe, es gefällt euch, meine Freunde. Ich dachte mir, ich muss einfach was Neues machen. Und ich habe natürlich neue Bauchbinden bekommen von dem lieben Markus. Ich könnte jetzt einfach YouTube sagen. Twitter? Instagram? Snapchat? Das sind auch immer neue Bauchbinden. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr YouTube hört
oder Snapchat oder Instagram kommt vermutlich so eine Bauchbinde. So, und ich hatte euch gesagt, dass ich diese kleine Engraver-Maschine kurz ausprobieren werde. Und das werde ich tatsächlich jetzt kurz machen, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Also das Ding hat zwei USB-Kabel, die schließt ihr einfach an. Und das ist die Software dazu und ich werde hier einfach mal Tutu eingeben. So, dann legt man hier ein Stück Pappe oder was anderes, was ihr gerne da drunter haben wollt oder graviert haben wollt. Ich glaube, das funktioniert auch mit Metall und andere Sachen. Und dann drückt ihr einfach auf Beginnen. Und dazu empfehle ich euch natürlich, eine Brille anzuziehen. Was stinkt? Das sieht schon witzig aus, oder? Wie das hier brennt, ey. Also irgendwie ist die Software verbuggt, guckt euch das an. Irgendwie stimmt da was nicht. Er hat mir alles durcheinander geschrieben. Ich könnte Drag-and-Drop-Bilder hier, könnte ich zum Beispiel vom Bildschirm gar nicht wegmachen. Er hat mir einen komischen Code hier rausgegeben, voll bescheuert. Aber naja, ich hatte natürlich im Vorhinein noch hier zum Beispiel mein Logo gemacht. Und selbst ein Familienfoto funktioniert richtig gut. Man kann es alle drauf erkennen. Der meine sieht echt komisch aus. Guck mal, wie der aussieht. Also Bilder einfügen funktioniert auf jeden Fall ohne Probleme, aber das mit dem Text hat nicht so richtig funktioniert. Wie gesagt, also diesen Code hier, habe ich tatsächlich nie eingegeben. Komisch. Oh, hier riecht es jetzt hier voll nach verbrannter Pappe. Naja, ich tue jetzt das Ding auf Seite, meine Freunde. So, und jetzt ist es endlich Zeit, ein paar Pakete aufzumachen. Es sind einige große Gommel. Nehmen wir das Messer auseinander. Und jetzt geht's los. Fangen wir mal mit diesem Paket an. King and Killer. Da bin ich sehr gespannt, was da dran ist. Zack. Oh, das ist richtig cool. Zack. Ein Brief. Hey Marco, zieh mal an, damit deine Zuschauer sehen, wie gut dir die Shirts stehen. Gruß von Kings und Killers und weiter so mit deinem Kanal. Achtung, für deine Zuschauer gibt es die Shirts zum halben Preis. Alles klar. Vielen Dank an Kings and Killers. Die haben mir ein paar T-Shirts zugeschickt. Oh, ist noch eins. Uhu. Und schwarz. Okay, welche soll ich anziehen? Komm, ich zieh mal grau an. Oh yeah. Cool, Klamotten. Das gefällt mir. Ich bin jetzt ein Killer. Alright. Ja, vielen Dank an Kings and Killers. Okay. Ach, wie geil ist das denn? Anki Overdrive, Leute. Endlich ist es angekommen. Ich hatte ja die Firma angeschrieben. Die haben mir ein Starter-Kit geschickt. Wie cool. Oh, cool. Kennt ihr Anki Overdrive? Wenn nicht, werdet ihr wohl in einem Review kennenlernen. Wie cool ist das denn? Danke, Anki Overdrive. So, bei den anderen zwei weiß ich, was da drin ist. Das wird nämlich ein Product Placement bei mir auf dem Kanal. Und dreimal dürft ihr raten, was es da zu gewinnen gibt. Aber wir werden jetzt mal das Ding aufmachen. Und... yeah. Boah, das schneidet so perfekt. Wie durch Butter. Ein Nilox-Scooter. Aber das war's noch nicht. Und ein Nilox-Hoverboard, meine Freunde. Und dreimal dürft ihr raten, was es demnächst zu gewinnen geben wird. Oh yeah. Ja, vielen Dank schon mal an Nilox. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht, Unboxings mit diesem Knife hier aufzumachen. Und das schlitzt das Ding wie Butter, ohne Scheiß. Das macht richtig Laune. Schluss mit den Unboxings. Übrigens, natürlich findet ihr alle Links in der Videobeschreibung zu den ganzen Produkten, die ich hier ausgepackt habe. Nicht vergessen, einfach mal reinzuschauen, wenn ihr euch irgendein Produkt interessiert. Und jetzt fangen wir direkt mal an mit euren Fragen. Ich hatte ja gesagt, wir gehen mehr auf Instagram-Fragen ein, Snapchat und Twitter. Auf Twitter weiß ich noch gar nicht, ob so viele Leute da gefragt haben. Der Marco Hülgen schreibt auf Twitter: Hi Tutu, darf ich das Video anfangen? Ja, das darfst du. Du darfst auf jeden Fall die Kommentare-Section anfangen. Matzi schreibt: Sind Frettchen kompliziert, also wegen Pflege und so weiter? Nein, die sind eigentlich recht unkomplizierte Tiere. Die kriegen ihr Essen, die kriegen ihr Trinken und eigentlich sind sie ziemlich glücklich. Ab und zu wollen sie gekuschelt werden, ein bisschen spielen und alles ist gut. Nächste Frage von Zeng Wang. Kannst du mal deine Kameras vorstellen? Also ich glaube, meine Kameras habe ich schon öfters in die Kamera gehalten. Das ist, ich benutze einmal die 700D, die 70D, die Canon Legria Mini X und die GoPro Hero 4. Jetzt gehen wir mal zu den Instagram-Fragen. Da sind echt einige gekommen. Keine Ahnung, über 200 und ich scroll mal ganz am Anfang. So, Marcel Chefzik schreibt: Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Macht echt Hammer-Videos, weiter so. Mein Lieblings-YouTuber war bisher eigentlich Casey Neistat, aber das Problem ist, dass er jetzt weniger Videos macht. Aber ich mag ihn trotzdem. Dann kommt der Sean Durres. Und in Deutschland finde ich den Julian Bam sehr cool. Den gefällt mir sehr gut. Der macht guten Content.
macht extrem Spaß und ich mag ihn auch persönlich sehr gerne. Fabio Wolf schreibt, Tutu, würdest du eher mit YouTube aufhören oder ein Haustier weggeben? Ich würde eher mit YouTube aufhören, weil sowas würde ich niemals machen. Ich würde meine Tiere niemals weggeben, wenn ich es nicht muss. Das heißt, wenn ich die nicht mehr ernähren kann und so weiter, dann würde ich sie natürlich abgeben, aber sonst würde ich es niemals tun. Niemals! Dope Svadana, kannst du mal Reviews über Softwares machen und wann kommt das Video mit dem Schnee? Wenn ich irgendwann meine komplette Waffenausrüstung habe, werde ich tatsächlich einen kleinen Review dazu machen oder euch einfach die Sachen komplett nochmal vorstellen in einem eigenen Video. Das kann ich mir gut vorstellen, das zu machen. Angelina XY, was würdest du alles machen, wenn du eine Mille haben würdest? Meinst du jetzt 1 Million Abonnenten oder meinst du 1 Million auf dem Konto? Bei 1 Million Abonnenten, da würde ich Panik bekommen. Wenn es von heute auf morgen kommen würde, definitiv. Wenn es so langsam reinkommt, dann kann man sich an dieser Wucht von Leuten halt gewöhnen. Aber wenn es auf einmal so kommt, dann, keine Ahnung, ich drehe vermutlich dann durch. Die Kirche 01 fragt, wie läuft so ein normaler Tag in der Zootopolis TV-Familie? Also meistens stehen wir um 6.30 Uhr auf. Gehen erstmal, machen die Kleine fertig, machen die Tiere fertig, machen uns fertig und entweder gehe ich zur Arbeit oder ich bleibe zu Hause, kommt drauf an den, welchen Tagen ich frei habe. Und dann arbeite ich eigentlich nur den ganzen Tag und abends wird einfach nochmal rumgespielt oder rumgeschnitten oder ein bisschen gearbeitet. Kommt drauf an, wie mein Tagespensum so verläuft. Willi52 fragt, was ist dein Lieblingshobby? Also eigentlich ist mein Hobby YouTube, das heißt, ich liebe diese YouTube-Videos zu machen und immer wieder neue Technik auszuprobieren, neue Fahrzeuge, was auch immer, das ist eigentlich mein Hobby. Aber wenn man das weglässt, dann ist eher Zocken mein Hobby. Ich zocke sehr, sehr gerne, leidenschaftlich sogar Counter-Strike, weil ich auch einfach keine Zeit habe, andere Hobbys zu machen, weil entweder beschäftige ich mich mit meiner Familie abends oder ich arbeite bis sehr spät in die Nacht und dann zocke ich dann halt, keine Ahnung, bis 1, 2 Uhr oder sowas, weil das ist die einzige Freizeit, die ich habe. Philipp Jaskulski schreibt, habt ihr schon einen Namen für euer Kind und wisst ihr schon, was es werden soll? Ja, tatsächlich, es ist bestätigt, es wird definitiv ein Mädchen. Namen haben wir noch nicht, aber dazu wird es bald einen Namen geben, meine Frau überlegt schon kräftig. Instamumi schreibt, behältst du das Heimkino? Bis jetzt habe ich das Heimkino wirklich noch da und ich darf es noch eine längere Zeit behalten. Wie gesagt, entweder behalte ich das und tausche das immer gegen andere Anlagen aus oder ich kaufe mir die tatsächlich für sehr wenig Geld. Im Moment habe ich die noch da und sie gefällt mir sehr, sehr gut und tatsächlich denke ich, werde ich die auch behalten. Mal gucken, wie das verläuft. Kani denkt, fragt Tutu, das fragt nie jemand, aber wie geht es dir eigentlich, Marco? Ja, mir geht es tatsächlich sehr gut, aber lasst euch natürlich nicht von dieser YouTube-Scheinwelt täuschen. Natürlich geht es mir auch zwischendurch auch mal scheiße und bin aggressiv und sauer und die ganze Gefühlskette gibt es bei mir natürlich auch. Ihr seht natürlich nur die lustige Seite an mir, aber manchmal bin ich nicht so lustig. Manchmal bin ich sogar ein böser Mensch. Deswegen, jeder Mensch hat natürlich verschiedene Facetten. Bei mir auf YouTube seht ihr eigentlich fast nur die gute Seite, aber ich habe natürlich auch komplett andere Seite. Ich habe eine böse Seite, ich habe eine nervige Seite. Ich habe noch weitere Seiten. Mr. Original fragt, das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr aktiver Abonnent. Der hat übrigens auch den Kindama gewonnen. Könnt ihr auch gerne bei seinem Instagram-Account vorbeischauen. Der hat ein Foto dazu gepostet. Der schreibt, welche Schneid- und Effektprogramme nutzt du am liebsten oder würdest du empfehlen? Also ich empfehle Sony Vegas 14 Pro. Damit schneide ich eigentlich meine Videos. Die Intros mache ich selber nicht, habe ich ja eben gesagt, das macht der Markus, mein lieber Arbeitskollege, und der Danny, die machen meistens meine Intros. Die können es einfach besser und die machen das sehr, sehr gerne für mich. Vielen Dank dafür. Nächste Frage von Mark DJI. Ich weiß, dass es nicht DJI heißt, aber es ist mir scheißegal, ich sage das so. Phantom 4, MacBook Pro oder Inspire One? Ich habe beide noch nicht getestet, aber vielleicht bekomme ich die Pro. Aber es kann sein, dass ich die Phantom 4 Pro bekomme und dann kann ich euch zumindest mal erzählen, wie die Pro überhaupt ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu meiner Mavic. So, das waren jetzt die Fragen von Instagram und jetzt geht es los zu Snapchat, meine Freunde. Ich habe letzte Zeit auf Snapchat sehr wenig gemacht, denn meine neueste Android-Version, die macht ja nur Probleme, wirklich nur noch Probleme und auf Snapchat kann ich gar nichts mehr machen. Das ist totale Katastrophe, aber wir werden trotzdem versuchen, eure Snaps mal durchzugucken. Wie ihr seht, lädt das schon wieder da oben, das ist total nervig. Naja, wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wir versuchen das trotzdem mal. Wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann gucken wir einfach nächstes Mal. Das ist ja wieder schon am Laden, wie bescheuert. Ich klicke mal auf Felix Moser. Meine Mannschaft. Ja, ich kann es leider nicht sehen. Das nervt so. Cat Carmono, was war das teuerste, was du vorgestellt hast bisher? Ich glaube, das war das E-Pedal, die eine Entwicklungskosten hatte von 10.000 Euro. Danach kommt das E-Bike von Cube und Drohnen und Hoverboards. Ich glaube, so ist es richtige Reihenfolge. Kannst alles. Guten Morgen, es ist arschkalt. Minus 11 Grad, ja. Glaubt ihr das? Patrick Engel 18. Hey Marco, hast du schon den Laser, die Gravaturmaschine zum Laufen gebracht? Ja, tatsächlich, gerade in diesem Video. Okay, was ist jetzt hier los, Mann? Verdammte Scheiße. Kenny 2004.
Ey, Tutu, kannst du mal ein Video über Anker Overdrive machen? Ist gerade wirklich angekommen. Natürlich werde ich das machen. Natürlich. Ich habe die Firma natürlich schon angeschrieben. Was haben wir denn noch hier? Cristiano Lolli. Hi, Tutu, ich bin John Cena. Ja, Leute, im Moment bringt das gar nichts mit Snapchat, aber scheiß drauf. Vielen, vielen Dank für eure Fragen und ich würde sagen, wir beenden heute Marco verzählt mal, aber ich würde gerne von euch wissen, habt ihr schon die Gutscheincode in diesem Video, die versteckt waren, gefunden? Und wie gesagt, nicht vergessen, postet auf jeden Fall ein Video oder danke Lieferanten oder was auch immer, würde mich sehr, sehr freuen. So, das war Marco verzählt. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, es hat mir super Spaß gemacht heute mit euch wieder. Ja, ich würde sagen, auf dieser Seite kommt ihr zu den letzten Folgen von Marco verzählt. Links und rechts findet alle Social Media, auf denen ich vertreten bin und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann nächste Woche oder am Sonntag mit einem neuen Video. Bis dahin. Ciao.